Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn wir verstrickt sind in unsere Gedankengebäude, unsere Verletzungen, unser Hadern, sind wir wie in einem Gefängnis. Warum bin ich krank? Warum passiert mir das? Vertraue Gott, dass er deine Zukunft in seiner Hand hat und dass er aus deiner Zukunft etwas Gutes macht. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Geschenke haben wir doch alle gerne. Und es ist nicht nur ein Privileg der Kinder, sondern auch wir Erwachsene haben gerne Geschenke. Und das größte Geschenk ist, dass wir durch Jesus ewiges Leben, Heilung und Befreiung, ja, Hilfe in jeder Not bekommen können. Unverdient. Niemand hat das verdient. Und es ist wirklich ein Geschenk. Und wir freuen uns, dass Gott auch heute noch diese Geschenke austeilt, dass wir diese Geschenke in Erwartung annehmen dürfen und dass wir unser Herz öffnen dürfen für diese Geschenke, die von Jesus kommen für uns. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Wir treten in eine andere Dimension ein. Das Alte ist vergangen, alles wird neu, alles ist neu geworden. Es findet eine Rundum-Erneuerung statt an Geist, Seele und Leib. Als Jesus auf dieser Erde war, ist er jeder Not der Menschen begegnet, die zu ihm kamen. Und dasselbe macht er heute noch. Er ist immer noch derselbe. Und es steht nirgends in der Bibel, dass Jesus seine Kraft verloren hat. Und es ist auch nicht so, dass er uns vergessen hat, weil er nicht mehr auf dieser Erde ist. Du bist ihm wichtig. Er kümmert sich um dich, er sieht dich. Genauso wie damals die Menschen, die ihm begegneten. Und das waren nicht wenige. Wir lesen oft, dass viele Menschen ihm nachgelaufen sind, weil er anders war. Wir brauchen Heilung und Wiederherstellung an Geist, Seele und Leib. Das, was in unserem Körper falsch ist, stellt er wieder her. An Geist, Seele und Leib. Viele Christen denken, der Zustand ihrer Krankheit sei normal. Sie haben sich schon damit abgefunden. Sie erklären sich einverstanden mit ihrem Zustand. Die Bibel sagt uns aber etwas anderes. Jesus will, dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Diejenigen, die er geheilt hat, hat er an Geist, Seele und Leib geheilt. Ursprünglich gab es keine Krankheit. Adam und Eva waren rundherum glücklich und gesund und zufrieden in ihrem Garten Eden. Gott hat Krankheit nicht erschaffen. Es ist nicht Gott, der dich krank macht. Gott ist der Einzige, der will, dass es dir gut geht, dass es dir immer gut geht und dass du gesund bist. Krankheit kam erst nach dem Ungehorsam von Adam und Eva, außerhalb dem Garten Eden. Krankheit und Leid gehören zum Fluch des Ungehorsams. Durch Sünde kam erst Krankheit, Leid und Schmerz auf die Menschheit. Und Jesus kam, um diesen Fluch des Ungehorsams aufzuheben. Er kam, ihn zu beseitigen,
Aufheben heißt, ihn zu beseitigen. Der Fluch ist gebrochen. Er hat keine Macht mehr. Auch nicht über dich. Jesus trug am Kreuz alle Krankheiten, Leiden und Schmerzen, genauso wie unsere Sünden. Das geschah gleichzeitig am Kreuz. Jesus hat das ganze Paket mit ans Kreuz genommen. Nicht nur einen Teil, sondern das Ganze. Nicht nur die Errettung erwirkt, sondern das ganze Paket der Heilung und der Befreiung hat er ans Kreuz genommen. Wenn aber Jesus für unsere Sünde gestorben ist und wenn die Sünde weg ist, brauchen wir auch Krankheit, Leid und Schmerz nicht mehr zu tragen. Das alles ist damit auch gestorben, mit Jesus zusammen. Das muss uns auch bewusst sein, dass wir das nicht mehr tragen brauchen. Jesus hat es ans Kreuz genommen. Krankheit ist nicht ein Zustand, mit dem wir uns abfinden müssen. Krankheit ist nicht eine Normalität. Krankheit ist etwas, was Gott nicht will. Die Voraussetzung ist, dass wir Jesus als unseren Retter und Herrn annehmen und unser Leben ihm übergeben. Dass wir zu seinem Kind werden, dass er Wohnung nehmen kann in uns durch seinen Heiligen Geist. Unser Leben muss unter seiner Herrschaft sein, sonst können wir das nicht in Anspruch nehmen. Unser altes Leben muss bereinigt werden, indem wir alles, was wir falsch gemacht haben, bei Jesus abladen. Am Kreuz ist der Platz, wo wir abladen können, wo wir eintauschen können, Krankheit und Leiden gegen Gesundheit und Heilsein. Wir brauchen auch Vergebung für unser altes Leben und immer wieder neue Vergebung für die Fehler, die wir machen. Der Teufel zerstört uns, wenn wir ihn gewähren lassen. Wir müssen umdenken, umkehren. Das heißt, einen anderen Weg einschlagen, eine Kehrtwendung machen. Unseren Fokus anders einstellen als bisher. Zum Beispiel, wenn wir mit Gott gehadert haben, Aussagen wie, warum geht's mir so schlecht? Immer ich und meinem Nachbarn geht's viel besser. Wo ist denn Gott? Hadern mit Gott. Als ob Gott an allem schuld wäre. Im Gegenteil, er ist der Einzige, bei dem wir wirklich Hilfe bekommen. In unseren Nöten, in unseren Sorgen. Wir suchen immer jemand, dem wir die Schuld in die Schuhe schieben können. Und wenn wir niemand finden, dann ist es Gott. Umdenken und umkehren. Wenn wir uns mit unserer Krankheit abgefunden haben, Aussagen wie, da kann mir auch Gott nicht mehr helfen, da gibt's keine Hilfe mehr. Das ist eine Lüge des Teufels, auf die wir immer wieder hereinfallen. Wenn wir Glauben entwickeln und uns an Jesus halten, gibt es immer Hilfe. Der Teufel will uns immer in Nöte bringen und uns damit sagen, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge des Teufels. Jesus hat immer Hilfe für uns bereit. Oder wenn wir uns mit unserem Zustand arrangiert haben, Aussagen wie, ich bin halt so, das muss ich ertragen. Entmutigung. Arrangiere dich nicht mit einem schlechten Zustand, sondern tausche ihn am Kreuz um. Fasse Mut und gib nicht auf. Geh zum Kreuz und tausche es ein. Um
umdenken und umkehren, wenn wir Gedankengebäude aufgebaut haben. So Aussagen wie, mir kann niemand mehr helfen. Ich bin total verlassen. Keiner kümmert sich um mich und mir geht's am schlimmsten von allen. Stell deinen Fokus neu ein. Mach dich frei von diesen Dingen und lass sie los. Tausche das ein am Kreuz gegen Gesundheit und Heilsein und Gottes Hilfe. Reiß deine Gedankengebäude nieder und ändere deine Blickrichtung. Vor ein paar Tagen hat uns eine Frau Folgendes geschrieben. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe vorhin eure Sendung Hoffnung um 12 auf YouTube angeschaut und bin euch für etwas ganz Bestimmtes sehr dankbar. Ihr habt davon gesprochen, dass Worte Macht haben, im Positiven wie auch im Negativen. Leider habe auch ich den Fehler gemacht, schlecht und hoffnungslos über mich zu sprechen. Mittlerweile bin ich tatsächlich in einem Zustand, dass ich fast nichts mehr schaffe, dass ich körperlich krank bin und so weiter. Durch euch und eine andere Andacht bin ich dahin gekommen zu begreifen, dass ich ernte, was ich gesät habe. Ich habe auch sofort um Freisprechung gebetet und gehe voller Hoffnung in den Tag, in die Zukunft. Und das ist ein Beispiel. Wir müssen umdenken. Wir müssen erkennen, dass Gott Positives für uns bereit hat, dass wir unsere negativen Dinge eintauschen können gegen Positives, gegen Heilung, gegen Befreiung, gegen alles, was du brauchst in deinem Alltag, in deinem Leben. Und in der Bibel haben wir das Prinzip der Saat und Ernte. Im Galater 6, Vers 7 steht, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Was ich tue, was ich denke und was ich sage. Sprüche 18, Vers 20 und 21. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und hier sehen wir es sehr deutlich. Alles, was wir sagen, bringt Frucht hervor. Entweder negativ den Tod oder positiv das Leben. Wir können nicht von Gott Segen erwarten, wenn wir gegen unsere Mitmenschen Flüche oder Verleumdungen aussprechen oder vielleicht sogar über unserem eigenen Leben. Negativ bringt Negatives hervor. Das, was wir sehen, werden wir ernten. Sprechen wir Segen über unsere Mitmenschen, dann kommt der Segen auch zurück. Und wenn wir Segen über unserem Leben sprechen, dann kommt auch in unser Leben Segen hinein. Das, was Gott versprochen hat, Segen. Auch unser Denken unterliegt dem Prinzip der Saat und Ernte. In Psalm 94, Vers 11 steht, dass Gott unsere Gedanken kennt. Und in Matthäus 9, Vers 4 steht, dass Gott unsere Gedanken sieht. Also, er kennt uns und er sieht uns. Und er kennt dich und er sieht dich. Und gerade auch jetzt in dem Moment, was du jetzt gerade denkst oder vielleicht sagst. Jeremia 6, Vers 18 und 19. Darum hört ihr Nationen und erkenne du Gemeinde, was mit ihnen geschieht. Höre es, Erde. Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz
sie haben es verworfen. Auch unsere Gedanken haben Früchte und hier in diesem Fall Unheil. Wenn du negativ denkst, erntest du Unheil. Wir lesen das hier ganz deutlich. Deshalb sollen wir unsere Gedanken auch gefangen nehmen. So steht es im 2. Korinther 10, Vers 5. Und das heißt, wir sollen unsere Gedanken unter die Führung des Heiligen Geistes stellen. Und dann haben wir auch gute Auswirkungen. Der Heilige Geist gibt uns nur positive Gedanken. Gefangen nehmen, das heißt, dass wir aktiv in eine andere Richtung lenken. Unsere Gedanken aktiv in eine andere Richtung lenken. Wenn wir diese negativen Gedanken einfach sagen, das will ich jetzt nicht. Es ist unsere Entscheidung. Und wir können uns anstattdessen Gottes Wort zuwenden, Psalmen oder einfach Gottes Wort lesen, Lobpreis hören oder was auch immer. Unsere Gedanken in eine andere Richtung lenken. Und dass wir ihnen nicht freien Lauf lassen. Und jeder hat wohl schon die Erfahrung gemacht, Gedanken freien Lauf zu lassen. Da türmen sich oft Gedankengebäude auf, die einen nicht mehr schlafen lassen. Und nachts ist das so eine besondere Zeit, wo unsere Gedanken manchmal so freien Lauf haben. Wenn wir uns ausmalen, was alles geschehen könnte, wenn das so und so wird oder dies und jenes. Die Sorgen wachsen dabei und rauben uns fast die Luft zum Atmen. Auch unsere Seele muss Heilung und Wiederherstellung erfahren. Da ist Kummer und Schmerz, Verletzungen und Bedrückung, Niedergeschlagenheit und Entmutigung. Und unsere Seele besteht aus Verstand, Wille und Gefühle. Die Heilung unseres Verstandes besteht darin, dass wir unsere Gedankengebäude und Vernünfteleien niederreißen. So lesen wir im 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und hier ist auch von diesen Festungen die Rede, in die wir uns einmauern mit unseren Gedanken oft. Und durch diese Gedankengebäude, die wir selber produzieren, manipulieren wir uns oft wie in ein Gefängnis hinein. Wenn wir verstrickt sind in unsere Gedankengebäude, unsere Verletzungen, unser Hadern, sind wir wie in einem Gefängnis. Oftmals ist die Frage dann nach dem Warum. Warum bin ich krank? Warum passiert mir das? Warum ich? Gott, warum? Und mit der Frage Warum bohren wir uns in die Materie hinein. Wir fangen an zu grübeln. Warum? Es bringt uns dazu, dass wir nicht mehr aufhören können, uns damit zu beschäftigen, weil immer dieses Warum in unserem Kopf herumgeistert. Und manchmal werden wir sogar krank davon. Jesus will unser Vertrauen. Lass los, was gestern war und schaue in die Zukunft. Unser Leben liegt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Schließ ab mit deiner Vergangenheit. Du kannst sowieso nichts ändern. Vertraue Gott, dass er deine Zukunft in seiner Hand hat
und dass er aus deiner Zukunft etwas Gutes macht. Vertraue ihm, dass er dich durchbringt. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das steht im Hebräer 10, Vers 35. Unser Vertrauen wird belohnt. Nicht unsere Grübelei oder unsere Beschäftigung mit den Problemen, sondern unser Vertrauen. Jesus, ich gebe es in deine Hand und du machst etwas Gutes daraus. Unser Vertrauen muss auf Jesus sein, dass er uns durchbringt, dass er Hilfe für uns hat. Und wir lesen das in so vielen Abschnitten in der Bibel, in so vielen Kapiteln, dass er uns durchbringt, dass er unsere Hilfe ist und unsere Kraft und dass er alles zum Guten wendet. In Jesaja 30, Vers 15 heißt es, in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Also unsere Stärke liegt im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Vertrauen heißt auch stilles Sein. Ich warte. Nicht, ich beschwere mich, ich hadere mit Gott, ich suche Mitleid oder bin zornig gegen Gott. In Jeremia 17, Vers 7 und 8 steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und da ist auch die Frau gemeint. Gesegnet ist der Mann und auch die Frau, die auf den Herrn vertrauen und dessen Vertrauen der Herr ist. Und dann kommt's. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hier sehen wir die ganze Verheißung, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Wir werden uns nicht fürchten. Und du brauchst keine Angst zu haben, keine Furcht zu haben, auch nicht vor deiner Krankheit. Wir haben über die Jahre erlebt, dass Tausende von Menschen Gottes Eingreifen erlebt haben, auf verschiedenste Art und Weise, Heilung und Befreiung und Lösung von Problemen. Und einige Beispiele habe ich mitgebracht, die ich euch kurz vorlesen möchte. Und auch du kannst das Eingreifen Gottes erleben. Vertraue Jesus. Ein Mann schreibt uns, vor einiger Zeit hatte ich einen stechenden Schmerz in der Wirbelsäule, dazu ein Kribbeln in der linken Hand bis Taubheit in den Fingern. Der Orthopäde sagte nach der Untersuchung, ein klassischer Bandscheibenvorfall. Sogar Gott hilft Ihnen da nicht. Diese Aussage hat mir zu denken gegeben. Kurz darauf war die Gebetsnacht. Ich war dabei und während der Nacht erfuhr ich Heilung. Eine angenehme Wärme durchströmte den schmerzenden Bereich. Nach ein paar Tagen war alles weg. Ist das nicht wunderbar, wie Gott eingreift in so vielen verschiedenen Situationen? Lesen wir, was dazu in der Bibel steht. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wenn Jesus jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte, warum sollen wir dann krank sein? Jesus heilte alle, die bei ihm vor Ort waren und seine Hilfe suchten. Kranke zu heilen war seine Hauptbeschäftigung neben des Lehrens. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. In Lukas 6, Vers 17 bis 19 lesen wir, und als er mit ihnen herabgestiegen war,
trat er auf einen ebenen Platz und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, sie kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Heilung ist eigentlich Wiederherstellung. Wiederherstellung von dem, was kaputt ist, von dem, was nicht mehr richtig funktioniert. Probiere es aus, Jesus zu vertrauen, dass er dein Leben wieder in Ordnung bringen kann. Was hast du zu verlieren? Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.